was passiert mit uns, wenn wir alles verlieren und wie verführbar sind wir? Und einfach so diese ganzen Grundfragen sind total interessant. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin, und wir stehen hier auf dem Zürich Filmfestival, wo gleich der Film Juicy Carl gezeigt wird. Genau, und der ist ja aktuell 4-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert, für den besten Spielfilm, für Nebendarsteller Milan Peschel, für Hauptdarsteller Jannis Niewöhner und natürlich für Hauptdarstellerin Luna Wedler, die hier auch gleich persönlich anwesend sein wird. Und worum es in dem Film geht, das zeigen wir euch jetzt. Ein Terroranschlag erschüttert Berlin. Maxi verliert dabei ihre Mutter und ihre beiden kleinen Brüder. Für sie und ihren Vater Alex scheint ein normales Leben nicht mehr möglich. Doch dann lernt Maxi den charismatischen Karl kennen, der sie zu einem europäischen Studententreffen in Prag einlädt. Maxi nutzt die Chance, um dem Trauma in Berlin zu entfliehen. In ihrer Wut und Trauer will sie aber nicht sehen, in welcher Gesellschaft sie sich auf einmal befindet, und verliebt sich in Karl. Die Mama ist tot? Sie ist tot, ja? We create something that is heard all over Europe. That will be the final straw. Mit Je suis Karl betrachtet Regisseur Christian Schwocho die Strukturen der neuen Rechten in Europa. Luna Wedler ist als Maxi zu sehen. Luna, was hat dich denn besonders daran gereizt, die Maxi im Film zu spielen? Ich muss erst mal sagen, ich habe das ja erst mal abgesagt. Ich habe das Drehbuch erst mal abgesagt und ich habe mich viel gefragt, warum das so war. Und ich glaube, es war eine Angst oder es war zu wenig. Ich habe die Geschichte zu wenig verstanden oder zu wenig gewusst darüber und bin umso froh, dass ich jetzt doch dabei bin, weil es ist so ein wichtiger, toller Film. Was mich am Maxi, also Maxi ist einfach, macht einen unglaublichen Schicksalsschlag durch, und die Grundfrage von dem Film ist ja auch, was passiert mit uns, wenn wir alles verlieren und wie verführbar sind wir, und einfach so diese ganzen Grundfragen sind total interessant, und dann natürlich mit Christian Schwocho zu arbeiten, ist eine riesengroße Ehre und einzigartig und unglaublich dankbar. Ja. Was würdest du sagen, ist so die größte Gefahr, die von der neuen Rechten ausgeht? Dass man sie unterschätzt. Dass man sie wirklich unterschätzt und dass sie sehr, sehr clever sind. Dass sie, es geht ganz schnell und bist da drin und du checkst es gar nicht. Ja. Und glaubst du, dass ein Film wie Je suis Carl dafür auch sensibilisieren kann bei bestimmten Menschen? Also hoffe ich ganz krass. Also der Film ist ja, wenn man den guckt, dann wird man einmal, also viele sagen, man wird so zurückgelassen mit so einem unruhigen Gefühl, und das ist genau das, was es machen soll. Es gibt ja nicht vor, wie man denken soll. Man wird von Anfang an mit einbezogen, aber es sagt nicht, wie du jetzt denken sollst, aber es soll aufwecken und es soll zum Hinterfragen bringen. Ganz kurz noch zum Schluss, was hat es dir persönlich bedeutet, dass du jetzt dafür auch für den Deutschen Filmpreis nominiert bist? Crazy, oder? Oh mein Gott, ja, du, ich saß da so zitternd, hab das geguckt, und das bedeutet mir so viel, weil mir dieser Film so wichtig ist. Es ist so schön, für diese Rolle jetzt nominiert zu sein. Also es ist echt wundervoll. Das war's hier vom grünen Teppich zu Juicy Carl. Und wenn ihr neugierig geworden seid, der Film läuft seit dem 16. September in den deutschen Kinos.